Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin die Tamara. Und ich bin der Niklas. Und hier steht was Buntes. Was sehr, sehr Buntes. Und wir drehen das Video, weil du hast was damit zu tun. Ein bisschen, ja. Ein bisschen was. Ja, der Klaus hatte es ja schon in unserem 80.000 Abonnenten-Special gesagt. Mhm. Dieses Set ist entstanden, weil damals die Tashina und ich in Weiterstadt diese kleinen Einhörner von Ximbau immer an der Kasse stehen hatten. Mhm. Und irgendwann dachte ich mir, naja, eigentlich könnte man die mal schöner präsentieren. Und da die Brickbar ist, ist natürlich naheliegend, sich einfach Bricks zu nehmen und mal schön drauf loszubauen. Mhm. Auf jeden Fall ist dann dadurch ein Einhorngarten mit einem Regenbogen entstanden. Und irgendwann 3 Monate später, ich glaube, das war vor 1,5 Jahren, kam der Klaus mal vorbei bei uns und fand dieses Set so schön, dass er gesagt hat, also erstmal natürlich die Kunden gefragt hat, die das auch ziemlich cool fanden, ja. Also euch. Ja, der fand es so schön, dass er gesagt hat, wir machen daraus ein Set. Und daraus ist dieses Set entstanden. Das Original, by the way, und deshalb ist er übrigens auch noch so leer, das ist das Einzige, was wir hier momentan stehen haben. Mhm. Das Original steht momentan in unserem Showroom. Da stehen auch die Einhörner, die hier normalerweise reingehören. Ja. Genau, aber wir haben jetzt hier eines mitgebracht. Und also der Showroom im Loop 5 in Weiterstadt, schaut gerne mal rein. Da ist eine große Ausstellung von uns. Stehen nicht nur das rum, sondern da steht eine ganze Menge rum. Mhm. Also geht gerne mal vorbei, wenn ihr da in der Nähe seid. Lohnt sich, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und natürlich auch den Store besuchen. Auf jeden Fall. Genau, aber das Set hier, bevor wir zu dem Set kommen, können wir euch mal zeigen, wofür das gedacht ist. Also, eines steht hier ja schon. Die Ximbau-Einhörner kosten, glaube ich, 1,95 pro Stück. Mhm. Gibt es bei uns zum Beispiel in den Stores einzeln. Das sind sie alle zusammen. Genau. Wenn ihr sie bei uns im Online-Store erwerben wollt, dann kriegt ihr jeweils ein Set, das ist die Serie 1. Genau. Also dann wären halt 6 Einhörner quasi zusammen. Mhm. Und das ist die Serie 2. Die Serie 2, genau. Die kriegt ihr dann quasi in einem bei uns auf der Webseite. Genau. Und wenn ihr sie einzeln haben wollt, besucht mal einen Store. Ja, ab in die Stores. Holt euch mal den hier. Der ist immer ganz traurig und bleibt übrig. Ich weiß gar nicht, warum der ist. Nein. Ja, und für die habt ihr dann quasi diesen Wundergarten gebaut. Richtig. Also natürlich sieht er ein bisschen anders aus. Hier ist natürlich wesentlich mehr Platz als bei dem Mod, worauf das basiert. Ja. Aber ich finde, der ist wirklich schick geworden. Das ist die Verpackung dazu. Mhm. Und hier hinten steht es auch nochmal drauf, dass das ein Diorama für unsere Einhorn-Serie ist. Und da sind sie nämlich auch nochmal drauf abgebildet, genau. Zumindest eine von den Serien. Ja. Genau, die Serie 1. Und hier unten steht auch noch was. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie es hier genau geschrieben war. Genau, exklusive Figur enthält King Rainbow. Da-da-da. Das ist King Rainbow. Die ist nämlich, der ist exklusiv dabei quasi. Den kriegt ihr wirklich nur in diesem Set. Ich sehe auch gerade, der hat ein bisschen größere Flügel. Ja, das ist ja auch der König. Ja, und es ist ja auch gar kein Einhorn, sondern wie ich vorhin noch gelernt habe, es ist kein Pegasus, sondern es ist ein Alicorn. Ein Alicorn ist eine Kreuzung aus einem Einhorn, also sprich aus dem Pferd mit einem Horn und einem Pegasus, was aus der griechischen Mythologie ein Pferd mit Flügeln ist. Okay. Und es gibt noch weitere Abstufungen, aber das wisst ihr wahrscheinlich besser. Schreibt es mal in die Kommentare. Wusste ich auch nicht. Ist auch mal. Gut. Die Bauanleitung, wie ihr das so kennt, Vorder- und Rückseite entsprechen quasi dem auf dem Karton. Ihr habt drei Bauabschnitte. Und die Anleitung ist im Grunde genommen so gestaltet, wie es zum Beispiel von den Star Trek Sets bei uns auch kennt. Es ist verblasst dargestellt, was schon gebaut worden ist und alles andere, was ihr gerade baut, ist farbig. Dementsprechend ziemlich einfach und lässt sich ganz gut bauen. Mhm. So, dann kommen wir mal zum Set. Genau, ich gucke gerade schon, was hier drin los ist. Mhm. Oh yeah. Ich habe ja immer den Vergleich, den habt ihr nicht, ne? Da ist eine Menge los. Ich sehe gerade, es ist zum Beispiel hier, warte mal, der ist natürlich jetzt nicht fest, nehme ich gerade mal raus. Mhm. Hier ist zum Beispiel an der Seite ein Fluss dazugekommen. Finde ich sehr schick gelöst mit dieser Brücke. Mhm. Was haben wir hier noch? Dann kann man da schön sich unter einen Baum legen und dann im Wasser legen. Oh ja. Es gibt in der Serie 2 auch ein liegendes Einhorn. Kannst du ja gerade mal zeigen, das da, das goldene unten. Der das könnte hier. Da zum Beispiel der im Wasser da liegen. Zum Beispiel, weil, genau, ich sehe auch gerade, das sind nämlich alles hier Plates. Also ihr könnt
wirklich, also jetzt nicht auf der Brücke, ja, aber zumindest im Wasser selbst könnt ihr ein Einhorn natürlich platzieren. Mhm. So, was haben wir hier noch Schönes? Natürlich diesen Riesenthron. Ja, mit einem sehr großen Regenbogen hinten drauf. Aber ja, gut, das ist ja auch King Rainbow. Also, wie sollte sonst ein Thron von ihm aussehen? Ja, natürlich. Vor allem, ich habe mir gerade überlegt, man muss ja gar nicht King Rainbow da platzieren. Wir haben auch noch andere Einhörner, die sitzen. Ja, also genau, wir haben mehrere Einhörner, die sitzen. Zum Beispiel, man könnte auch den hier sitzen. Der hat so einen Pokal in der Hand. Oder die beiden. Genau. Vielleicht hat er was gewonnen und sitzt deswegen dann da. Oder er hat mal Geburtstag. Einen Tag auf dem Thron, ja. Ich meine, der hat ja auch ein Schild, wo Win draufsteht, also von daher. Genau, ein Tag auf dem Thron ist dann Win. Das ist der große Preis. So, was gibt's hier noch? Den Baum finde ich auch sehr schön gelungen mit den Limb-Elementen. Alles Brickbuild natürlich. Natürlich. Und dann haben wir hier hinten, ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht weißt du es. Das sind eine Art Steine. Jetzt fehlt mir gerade der Begriff, aber du kennst das doch, diese Steine, die dann so aufgeschnitten sind und dann siehst du diese Geoden. Ja, richtig. Mir fiel das Wort gerade nicht ein, aber das ist quasi so eine Geode in groß, die dann da halt so steht und sieht auch schick aus. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch so eine Schaukel auf der anderen Seite. Kann er schaukeln? Nee, wegen seinen Flügeln. Eher nicht, weil dann stoßen die Flügel hier an das Ding. Aber warte, ich versuche mal, ihre Flügel rauszumachen. So ein bisschen schaukeln. Köpfe ihn dabei und sehe gerade, dass das ein Teil ist. Mhm. Genial. Ja. Okay, kenne ich so nicht. Ist cool. Aber wenn wir ihn natürlich hier wieder zusammenbauen, kann er auch nicht wegen seinem Schwanz viermal mal. Gut, ihr könnt es natürlich euch ummocken und ihn dann da draufsetzen. Es sind Noppensteine. Ja, oder ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Weg. Ich nehme das halbe Set auseinander. Kennt's ja. So, jetzt kann er auch schaukeln, der König. Jetzt kann er auch schaukeln. Aber jetzt fällt er auch hinten rüber. Er muss sich festhalten. Der Arme. Kreativität, also der Kreativität ist ja natürlich keine Grenzen. Ihr könnt natürlich zum Beispiel eben auch die Einhörner hier dann platzieren, wie ihr wollt, weil hier zum Beispiel, also selbst da, wo ja dieser Fliesenweg ist quasi, ich finde diese Bautechnik total cool, wo sie so simpel ist, es sind einfach nur runde Fliesen dahingesetzt, aber es sieht halt richtig schön aus, sind natürlich zwischendurch hier überall diese Blumen quasi. Mhm, dann könnt ihr zum Beispiel den hier einfach auch auf eine der Noppen setzen und dann steht es da auch stabil. Ja. Ja. Also wie gesagt, da ist genug Platz, die passen überall hin. Ja. Das Einzige, worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind, ist das hier. Das ist ein kleines Türmchen, oder? Ja, genau. Das ist wie so ein Balkon, wo normalerweise jemand, da kann man eine Rede halten oder sowas. Vielleicht singt da auch jemand. Ich jetzt gerade an das Einhornpapst. Ja, warum denn nicht? Alles klar. Ja, aber singen zum Beispiel. Singen zum Beispiel, kann man doch auch. Genau. Die Luftballons finde ich auch immer super süß. Mhm. Da gibt es auch ein Einhorn, was Luftballons, glaube ich, irgendwo hält. Luftballons, habe ich das? Hast du das? Das müsstest du vielleicht haben. Ich habe erste Serie. Ja. Passend dazu. Mhm. Also ich finde es wunderschön. Ist richtig gut gelungen. Genau. Hier sind halt überall so natürlich auch so ein paar, sag ich jetzt mal, Kleinigkeiten. Zum Beispiel der hier hat ja auch diese Kristalle wegen der Geode zum Beispiel. Vielleicht hat er sich gerade da so ein Stück von genommen. Also es ist auch wirklich, wie ihr schon seht, auf diesem Wundergarten oder andersrum. Der Garten ist auf die Einhörner ausgelegt. Ja. Und die sind ja auch bei euch ziemlich gut angekommen. Oh ja, also, wenn wir uns daher das so die angucken. Zweite Serie. Ja, genau. Und daher jetzt eben auch die Diorama, wo jetzt Platz hat, eine ganze Menge Einhörner reinzustellen. Finde ich voll schön. Finde ich auch. Genau. Und ich glaube, gut, der Regenbogen an sich natürlich hier hinten ist Brickbuild. Genau. Sind natürlich sehr, sehr viele 1x1 Fliesen, sage ich schon, Plates. Ja, bei uns, also ich habe ja immer den Vergleich, der war da so hinten in der Ecke, aber das hier, dass er wirklich um das ganze Set geht, finde ich, ist sehr, sehr gut gelungen. Ja. 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 Ich glaube, das war's auch schon, oder? Zu unserem Einhörngarten. Wie gesagt, die Einhörner, die sich jetzt hier natürlich tummeln, stellt sie euch vor. Wir haben sie ja euch gezeigt. Wenn ihr mal das Original sehen wollt, kommt zu uns in den Showroom. Genau. Und dann? Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, abonniert vielleicht den Kanal. Ja, drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und der Fuß, der ist noch hier vorne. Der ist dran geblieben. Okay, während du den Fuß wieder dran baust, komme ich mal zu den Fakten. Also, das ist unser Einhorn-Wundergarten.
Das ist ein Bluebricks Pro, hat die Setnummer 105435, hat 1027 Teile, kostet 39,95, ist 25,5 cm lang und breit und 13 cm hoch und ist für große Kinder, ja, würde ich jetzt mal sagen. Und da man nie genug Einhörner haben kann, habe ich hier auch noch was. Genau, wenn ihr nämlich noch mehr Einhörner haben wollt. Wir haben von den unterschiedlichsten Marken in den unterschiedlichsten Noppensteingrößen auch noch was, weil das sind ja die normalen Steine. Ja. Dann hast du da die Diamond Blocks. Das sind alles Diamond Blocks, glaube ich. Das sind alles Diamond Blocks, ja. Das sind alles noch Diamond Blocks. Genau. Also da haben wir auch noch eine Menge. Das hatte ich mal mit der Josie vorgestellt, beziehungsweise Josie hat es euch vorgestellt. Schaut mal rein. Das hier war, glaube ich, noch Melissa. Ja, aber ihr seht, Einhörnern beziehungsweise Alicorns ist. Kann man nie genug haben. Kann man nie genug haben, genau. So wie Noppensteine, ja, die kann man auch nie genug haben. Genau. So. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen, das ist irgendwie. Macht's gut. Ciao. Ich glaube, die Verabschiedung ist gerade ein bisschen durcheinander geraten, ne? Ja, kann sein. Ist doch nicht so schlimm. Okay. Die Welt ist bunt und schön. Ja. Ja. Und voller Einhörner. Und voller Einhörner.